Ganz herzlich willkommen zu den Flatex Morning News, liebe Zuschauer. Nach 4 Gewinntagen in Folge ging dem DAX zum Wochenauftakt gestern etwas die Luft aus. Gleich zu Handelsbeginn erreichte er noch ein neues Jahreshoch, nur 15 Punkte unter dem Allzeithoch. Dann ging es allerdings abwärts, am Ende ging er mit einem Minus von 0,45% aus dem Handel. Wie geht's heute weiter für den deutschen Leitindex? Wir blicken gleich mal an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen, Viola. Gestern hat es also nicht ganz gereicht für ein neues Allzeithoch. Wird der DAX vielleicht heute einen neuen Versuch wagen? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Das bleibt die spannende Frage. Wann kommt jetzt der Sprung über das Allzeithoch? Gestern hat uns der Mut verlassen. Das lag unter anderem auch an etwas schwächlichen Konjunkturdaten oder sagen wir mal durchwachsenen Konjunkturdaten aus den USA. Da ist manches eben nicht ganz so ausgefallen, wie man das erwartet hatte. Zum Beispiel aus der Industrie, was wir da gestern gesehen hatten. Heute erwartet uns aber auch noch mal einiges aus den USA. Vielleicht kann man da mal das andere Bild sehen. Vielleicht kann uns das dann mal wieder ein bisschen auf die Sprünge helfen. Am Nachmittag. Gestern war es dann für den DAX aber mit der guten Laune am Nachmittag vorbei. An der Wall Street selber auch so ein bisschen vorsichtige Stimmung. Das heißt, der Dow ist mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen. Also fast unverändert, ein Minus von 0,06%. Die asiatischen Börsen sind heute Morgen quasi nur relativ spärlich aufgestellt. In China und Hongkong ist Feiertag, dementsprechend die Börse geschlossen. Blicken wir Richtung Nikkei, dann sehen wir da rote Vorzeichen. Da drückt der Yen, der erstarkte Yen, ein bisschen auf die Stimmung. Also eher durchwachsene Vorgaben, was wir hier sehen. Es wundert also nicht, dass der DAX zum Start erstmal auf der Stelle treten sollte. Aber wie gesagt, wir haben noch einige Daten heute aus den USA. Zum Beispiel die Handelsbilanz, die Auftragseingänge aus der Industrie und die Auftragseingänge für die langlebigen Güter. Gucken wir mal, welche Impulse da heute gesetzt werden. Wir behalten das Allzeithoch auf jeden Fall trotzdem im Auge. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Schauen wir mal, was die Charttechnik verrät. Da schauen wir jetzt drauf. Aus charttechnischer Perspektive bleibt der Fokus auf der Oberseite natürlich auf das Rekordhoch eben bei 12.390 Punkten gerichtet. Bei einem deutlichen Rutsch unter 12.230 Punkte könnten allerdings schnell wieder Ziele bis 12.000 Punkte ins Visier geraten. Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle jetzt auf zwei Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Da hätten wir zunächst das Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den DAX. Hier lautet die WKN MF0BVL. Und dann hätten wir auch noch ein Short-Produkt natürlich, auch hier ein Faktorzertifikat auf den DAX. Hier lautet die WKN MF0BVM. Ein Blick noch auf die Termine des Tages. Was steht auf der Agenda? Um 11 Uhr gibt es aus der EU den Einzelhandelsumsatz für den Februar, um 14.30 Uhr dann aus den USA die Handelsbilanz für Februar und um 16 Uhr dann den Auftragseingang Industrie, auch aus den USA und ebenfalls für Februar. Ein Hinweis noch auf den Flatex Morning Newsletter. Den können Sie abonnieren. Gehen Sie einfach auf flatex.de/service/newsletter. Wenn Sie sich anmelden, bekommen Sie ihn montags bis freitags um 8.30 Uhr zugeschickt und eine abgedatete Version gibt es dann immer um 10.30 Uhr. Und morgen früh, da sehen wir uns wieder mit den Flatex Morning News. Bis dahin einen schönen Handelstag wünsche ich.